ist da denn noch ein Anteil? Das finde ich nicht okay. Making this happen. We won't let her down. All right, let's go for it, people. I'll be calling the shots from mission control. Jetzt habe ich mir wieder Lester von hinten anschauen. Ja. Freeze, baby. Habe ich jetzt eigentlich verpasst, warum Lester in Georgina verliebt ist? Keine Ahnung. Echt schade. Weil es eine Frau ist? Tatsächlich Ego-Perspektive. Nix. Ja, tut mir leid. Das ist okay. Wow, das kann aber allerdings... Doch, jetzt. Beim Fahren garantiere ich jetzt für nix. Ja, toll. Beim Schießen wird das alles okay. Ich bin nicht angeschnallt. Ja, dann bin ich mal kurz pinkeln. Bacon, hast du jetzt eigentlich auch die ganze Zeit die Innenansicht und musst dir den Shadow angucken? Nee, ich bin das. Achso. Nee, muss ich nicht. Ich kann auch aus dem Fenster gucken. Okay. Ich bin auch mal im Kurzpinkel. Interessante Perspektive. Ja, Ego-Perspektive fahren geht eigentlich, solange du nicht allzu schnell fährst. Ja, geht ja sowieso nicht. Und der Kampf ist super easy. Weil beim Kämpfen wechsle ich dann eh meistens auf die Maus. Zum Zielen zumindest hin und wieder. Ah, nein, meine ich. Achso, der hat die Tür aufgemacht. Ich könnte mal auf irgendwas schießen, aber nein, meine ich. Weißt du, ist halt auch, wir haben ein Arsenal von schallgedämpften Waffen immer bei uns dabei. Ja. Bei so einer Mission, wo wir dieses Arsenal endlich mal sinnvoll gebrauchen könnten, wird uns alles abgenommen und wir bekommen so eine besteuerte kleine Kack-Keramik-Knifte. Und wie immer, wir könnten zur Flucht einen Hubschrauber auf das Dach stellen, aber nein. Ja, aber nein. Oder wir könnten auch mit dem Hubschrauber in die ungefähre Nachbarschaft fliegen, ja, und dort einfach diesen Bugstars-Van holen und einfach die letzten 100 Meter hinfahren. Ja. Aber nein. Das muss ja immer alles super umständlich sein und super langgezogen, damit man es auch ja nicht hier grinden kann. Ja. So grind-unfreundlich wie nur irgendwie möglich. Das ist GTA Online, das ist Rockstar. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wer hier eigentlich wo sitzt. Wer ist denn auf dem Fahrersitz und wer auf dem Beifahrersitz? Ich bin auf dem Fahrersitz. Ich bin bei dir hier hinten. Becken jetzt auf dem Beifahrersitz. Ja, ist ja kein Wunder, dass das nicht sein muss mit dem großen Getränk da. Hey. Nee, war halt unsicher, weil von hinten sieht man nur eure Kappen. Ah ja. Wieso machst warum du machst du die Tür auf? Ja, weil ich auf den Balken gerade gezielt habe. Ruhe da hinten! Balken hat angefangen. Ich hab nur in eine Richtung geguckt. Hast du irgendwann mal, wie ist der Film nochmal? Sag mal, Balken, sieht man das, wenn ich nach hinten gucke? Jetzt oder guckst du zur Seite bei mir. Ja, da gucke ich nach hinten raus, was die anderen zwei da treiben. Nix. Wir werden nämlich mit einer Waffe bedroht. Ja, ja, was? Guck da hinten. Wer ist nochmal der Tarantino-Film, wo Leute mit einer Waffe im Auto rumspielen und dann ist einer tot? Pulp Fiction. Ja, Pulp Fiction, danke. In beiden. Nur die eine Szene ist bekannter. Das ist Fiction, du meinst, wo man über den Hubbel fährt, ne? Ich habe einfach nur geraten. I shot her in the face. Why did you shot her in the face? I don't know. Ich erinnere mich an die Szene. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der Kerl, den er in the face geschossen hat. Hatte der einen Namen? Keine Ahnung. Ja, der hatte einen Namen. Freddy? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ach ja. Ja, das ist so ähnlich wie wenn Leute auf eine Mine treten. Warum tust du das? Man kann sich mit der Waffe nämlich besser nach. Man kann sich mit der Waffe besser nach hinten drehen. Mhm. Ja. Und dein Arsch geht durch den Sitz. Nee, ist die Tasche. Ist die Tasche, ja.
Ja, er ist ein Zauberer. Sieht doch alles gleich aus. Dann würde ich den Baker aber fragen, was er für einen Ackergaularsch hat und wo er denn her hat. Das ist nicht, wie uns das Navi leitet. Ja. Das ist okay. Ich kann damit leben. Könnt ihr es denn auch? Das ist nicht. Wenn ich jetzt gleich hier rumfliege, weil ich nicht angeschnallt bin, nicht. War das nicht bei irgendwelchen Heiß, dass in der vorigen das Ego-Perspektive mehr Belohnung gab, falls es schwieriger ist? Also ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit mehr Erfahrungspunkte bekommen für mit euch durch die Gegend fahren. Es wird so schrecklich sein. Ich höre es halt nur rechts. Klack, patsch. Ja, wir leben für Desinfektion, das ist okay. Eigentlich muss Bacons Charakter seinem Gesicht irgendwann einfach flach wie ein Winkelschleifer sein, so wie oft der sich schon auf die Fresse gelegt hat. Hatten wir jetzt rausgefunden, was in Deckung gehen war auf der Tastatur? Nee, leider nicht. Ich glaube Kuh. War es nicht Kuh? Ja, ich werde es gleich nochmal eben sein. In der Wäschekammer werde ich es gleich nochmal probieren. Also, wir müssen hier sauber machen. Warum ist jetzt? Irgendwie ist jetzt hier so ein Filter aufgelegt. Bei mir ist alles ein bisschen rosa. So, direkt gegenüber rein. Nee, cool ist es nicht. Ey, hier ist eine Tasche. Wo? Das könnte man eine Waffe sein. Ich habe eine Waffentasche eingesammelt. Noch eine Waffentasche einsammeln. Drücke Schleichmodus, Maustaste gedrückt halten und dann R, um ihn außer Gefecht zu setzen. Das Sturmgewehr, das noch nicht mal ein... Das hat Schalldämpfer hat. Es ist einfach nur ein Sturmgewehr. Okay, es ist auf jeden Fall besser als die scheiß krampfige Pistole, aber es ist halt nicht schallgedämpft. Aber gut, das heißt, wir können jetzt aktuell nichts damit anfangen. So, dann warte jetzt, bis der vorbeigeht und dann schaltet er... Aber ich glaube, gerade eben hat ihn ja die Kamera entdeckt, ne? Nee. Er hat mich entdeckt, weil er sich in der Sekunde, wo ich ihn umnocken wollte, umgedreht hat. Er hat's schon wieder gemacht! Aber wir haben keine Ahnung. Warst du im Schleichmodus? Ja, jetzt. Das gibt's doch nicht. Ich geh zum Hacking-Ding. Ja, okay, das ist dieses Mal auch woanders da? Okay, diesmal ist es geradeaus. Anscheinend. Ja. Okay. Kann wenigstens keiner von vorne kommen. Ja, cool, ist in Deckung gehen. Aber spannend, dass der Eingang jetzt woanders war. Nächstes jetzt auf dem Weg. Alles doch schön, dann ist es immer ein bisschen zufällig. Das heißt, wenn du den Heist mehrfach spielst. Es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ja. Aber mit den Maschinenpistolen geht das schon ein bisschen besser als mit der Pistole. Sollen wir wieder vorne das noch schon leer machen? Während auf dem Ding, aber kann er nicht durchgucken. Nee, ich glaube, ich würde da vorne überwiegend leer lassen, oder? Also, wir töten also, die reinkommen. Okay. Und das hat ein Visier, mit dem du zoomen kannst. Ja, aber wenn ich den normal anlege, dann nutzt du das nicht. Bei mir. Ich kann mit dem Mausrad durchzoomen. Achso. Ah ja. Ah, ja, okay. Was machen wir jetzt da? Aber so kommen wir doch gar nicht zur Treppe, wenn wir da durchgehen. Ja, wir müssen hier gleich durch und dann rechts. Sag mal, habe ich das gerade eigentlich richtig gehört, dass Lester diesmal nichts von den Waffen im Wäscheschrank, im Wäscheraum gesagt hat? Ja. Oder was wir schon vorher hatten, denn. Okay, die erste Tür ist offen. Vorsicht, da ist dann gleich eine rechts. So, wo ist die zweite Tür? Cool. Hier ist die zweite Tür. Wieso kann der da durchschießen und ich nicht?
Die da vorne lassen sich so generell nicht beschießen. Von mir. Oh, scheiß schutzsicheres Glas. Okay, das ist schusssicheres Glas hier. Okay. Hier ist ein Tastenfeld, wenn du hacken willst. Die scheinen uns auch nicht zu sehen. Die sitzen, stehen da alle ganz entspannt. Aber hier ist sonst auch nochmal ein Tastenfeld, ne? Das hier vorne ist der Lift, da hinten ist das Tastenfeld für die Treppe. Okay. Diesmal ist es ein anderes Hacking-Minigame. Eins noch. Welches ist es? Das hier? Nee, das ist es nicht. Doch. Oh Gott, ey. Spielt das Storm mit seinem Handy? Nee, ich muss hier einen scheiß Fingerabdruck zusammenstellen. Ah, cool. Voll angestrengt. Ich habe hier rechts ein großes Bild von einem Fingerabdruck und hier kleine einzelne Bilder von Fingerabdruckteilen und muss aus den Einzelbildern zusammensetzen, was der richtige Fingerabdruck ist. Aber wenn ich das richtig interpretiere, dann versucht der Storm mit dem Aufzug zu knacken und Bacon die Treppe. Beides wird nach unten führen. Frage ist, wer zuerst fertig ist. Wahrscheinlich Bacon vielleicht. Ah, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Du bekommst jetzt einen Stromschlag und verlierst dein Leben. Signal Match, okay. Hack Success. Oh, Hack failed, okay. Okay, Aufzug ist auf. Was? Da fehlen Leute drin? Hätte ich aber gedacht. Uns fehlt noch einer. Ich hab nicht jeden. Ja, ich hab auch nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ich dachte schon, der Aufzug fährt jetzt los, direkt schon, weil wir alle drin sind. Haben sich unsere Charaktere gerade ernsthaft noch sortiert, bevor der Aufzug losgefahren ist? Ja. Natürlich. Okay. Okay, hier sind wir anscheinend diesmal besser durchgekommen. Mhm. Ja gut, mit den neuen Waffen jetzt auch nicht so verwunderlich. Beide Spieler müssen gleichzeitig ihre Schlüsselkarte hineinstecken. Drücke A, wenn ihr beide bereit seid, um zurückzutreten, drücke B. Okay, wer steht am zweiten Schloss? Ich. Okay, dann auf drei würde ich sagen. Okay. Abpasse. Ja. 1, 2, 3. Ja. Jawohl. Hat funktioniert. Ja, wir sind hinten gerade noch am Kämpfen. Braucht ihr Hilfe? Ah, nee, wir kommen nicht mehr raus, Stormy. Okay, warte kurz, ich bin ein bisschen später losgerannt. Ich warte. Steffen, ich muss mal eben kurz eine neue Rüstung. Kommen die beiden hier gleich noch durch? Hätten die schon an der Tür sein müssen? Warte, bis dein Team die Schleuse betreten hat. Nee, die müssen das auch machen, die zwei. Ja, machen wir gleich. Wir sind hier gerade noch am Kämpfen. So, eben Rüstung nach. Ich glaube, jetzt haben wir hier erstmal alle getötet. Da kommen noch mehr. Egal, erstmal weg. Wo bist du? Bin drin. Ach so. Ich auch.
Weiter geht's. Muss das jetzt gleich hinterherkommen. Sieht aber nicht so aus. Hoffentlich. Wer baut denn sowas? Die Echsenmenschen. Ja, echt. Oh, die Schlösser auf. Oh, okay. Das kennen wir ja. Ja, ich schau mal. Also, hoffentlich. Ist was her, wenn das so ähnlich ist wie beim allerersten heißt? Die Kunde von da kommen, oder? Warum habe ich den jetzt weggepackt? Verdammt. Entschuldigung. Ich, Steffen, ja, würde ich sagen. Ich vermute aber mal, da kommt erstmal jetzt nichts. Ja, was? Sobald ich nicht mehr gucke, komm, ich kenne das doch. Ich hätte gerne mal eine Minigun, einfach nur so, zur Sicherheit. Mhm. Bewege hier die Maus, aber ich habe... Okay. Sieht mal irgendwie, wie heiß der wird? Ja, rechts ist die Anzeige, die geht hoch und runter. Ah, ich mach's jetzt mit Gamepad. Das ja, Analogstick ein bisschen vordrücken und rechte untere Schultertaste immer mal wieder ein bisschen reindrücken. Und immer schön geschmeidig bleiben. Nee, da ich ein bisschen später angefangen habe und einmal überhitzt bin, bin ich erst bei der zweiten Scheibe. Ich bin noch bei der ersten. Ja, also es ist schlimm, dass du so langsam bist. Vielleicht ist dein Schloss ja auch schwerer. Bin bei der vierten. Jetzt bin ich beim zweiten. Okay, ich bin durch bei mir. Dritte. Und vierte. Und durch. Oh, ich darf die Tür aufmachen? Ach, wir machen sie alle zusammen auf, ich wollte gerade sagen. Nee, nur du dich. Stimmt. Euer armen Arbeiteraffen. Geld. Das sieht so nach einem Arena-Kampf-Dings hier aus. Ich hab Angst. Ich schnapp mal, wo ist denn die Boy? Achso, warte mal. Überall, wo grüne Punkte sind, dran gehen und dann so schnell wie möglich die Taste spammen. Guck nicht an das D. Geh ich mal das A. Welche Taste? I? Linke Maustaste. Irgendjemand klappert. Das könnte ich sein. Ich klacker. Ich spam gerade den Wagen leer. Ich versuch's zumindest. Ja, ich versuch's. Okay, auch. Einen Wagen habe ich leer. Aber ich bin noch bei meinem Wagen dabei. Boah, du bist ganz schwindelig. Ich hoffe, es aber kriegen. Ja, diese Kamera, dieses Kamerazocken dabei ist. Ja, es tut mir echt leid, dass wir das in der Ego-Perspektive spielen. Oh Gott. So, wie komme ich jetzt an die? Hier sind noch irgendwie Sachen dahinter. Hacking. Ne? Ja, Hacking. Schon wieder. Nein. Ja, das überlassen wir den Leuten, die schon Erfahrung haben. Ne, hier ist ja eine Tür auf. Achso, da geht's aber trotzdem nicht weiter. Okay, jemand kann hier H übernehmen. Ich versuche mal, ob ich noch was aufhacken kann. Mhm, geht zu H. Da macht der Bacon. Da läuft eine Zeit runter. Und wenn ich nicht mehr habe, wir haben gleich keine Zeit mehr. Wenn ich nichts mehr habe, was passt, was soll ich dann noch? Hä? Dumm in der Gegend rumstehen anscheinend. Ich glaube, wir werden gleich rausgeschmissen.
Ja, glaube ich auch. Die anderen vier passen aber nicht. Also. Ja, ich habe es nicht geschafft hier. Achso, eine Prüfung starten. Okay.